Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit der SIVIQU, also SIVIQU Switch TV Dock. Das hier ist demzufolge gedacht als euer Sekundär-Dock sozusagen. Ihr habt ja bei der Switch schon einen Dock dabei, ne? Ohne Frage, das stimmt ja. Es kann aber auch sein, dass dieses Dock vielleicht Schaden genommen hat, weil es euch mal runtergefallen ist, etc. Oder es ist euch vielleicht zu groß und mächtig. Dann gibt es hier eine Alternative. Was es auch noch gibt, ist, es gibt dieses Dock in verschiedenen Farben. Das finde ich nämlich sehr interessant. An den Seiten können wir nämlich dort unterschiedliche Farben erkennen. Dieses hier ist das blaue Modell. Es gibt es noch in Weiß für die weißen Controller. Für die dunkelblauen, wir haben jetzt hier hellblau, purpur und das Anthrazit. Ne? Diese Farben gibt es nämlich auch noch auf dem Markt. Und das finde ich nämlich dann designtechnisch gar nicht so uncool. Denn wir haben dann unterschiedliche Farben für unterschiedliche Designideen, die wir uns selber dort haben wollen. Es gibt auch noch zwei unterschiedliche Switch-Dock-Modelle. Das ist nämlich das Switch-Dock S3 hier von SIVIQ. Und möglich mit LAN-Modell oder normales Modell. LAN ist Local Area Network, das heißt also dort ist dann auch eine LAN-Verbindung möglich mit dem Modell. Dieses Dock hier kann also oder hat eine 1000 Megabit RJ45 Ethernet Adapter. Docking Station ist kompatibel mit der Nintendo Switch und mit der Nintendo Switch OLED-Version. Natürlich für beide Versionen zugänglich. Es ist eine tragbare Switch-Ladestation mit 4K und 2 USB Typ C und einem HDMI-Adapter. Das heißt also, wir haben hier alles, was man braucht am Start. Diese Switch-Docking Station verfügt über eine RJ45 LAN-Kabelschnittstelle, die normale Dock bei der alten zum Beispiel noch nicht hatte. Erst bei dem OLED-Version ist ein LAN-Port mit dazugekommen. Wir stecken das Netzwerkkabel in das Switch-Dock hinein, dann die andere Seite in den Router und dann können wir direkt kabelgebunden auf unser Netzwerk zugreifen, um zum Beispiel online zu spielen. Das heißt, wir haben ja eine schnellere, stabilere kabelgebundene Netzwerkverknüpfung, die bedeutend unanfälliger ist als die Wi-Fi-Version. Aber das gilt immer so. Ne? Kabelgebunden ist immer doch noch besser und schneller als eine Wi-Fi-Version, also ohne Kabel. Wir müssen uns also keine Sorgen mehr machen über instabile Netzwerke oder Latenzprobleme, wenn wir natürlich intensiv daddeln wollen. Das Switch-Dock hier wurde speziell entwickelt, um unseren Ansprüchen an die normale Switch und ans OLED-Modell zu befriedigen, wenn wir dieses Dock zum Beispiel als zweite Option nutzen wollen oder unser eigentliches Dock ist kaputt. Sie hat einen HDMI-Anschluss, um dann die Daten im Dock-Modus an den Fernseher zum Beispiel übertragen zu können, ein Typ-C-Ladeanschluss und zwei USB 2.0-Anschlüsse. Dieses Switch-Ladestationchen unterstützt 4K und 1080p HD-Videoausgaben. Es hat Switch-Controller-Eingänge oder natürlich können wir andere USB-Geräte dort einstöpseln. Nachdem das Switch Docking Station an das HDMI-Kabelchen und das Ladegerät angeschlossen worden ist, kann es eventuell 5 bis 10 Sekunden dauern, bis der Fernseher mit dem Bild übertragen selber anfängt. Das ist ganz normal. Erstmal müssen die Daten dann rübergeschaufelt werden. Aber dann sind wir im TV-Modus. Und wir können auch jederzeit in den Handheld-Modus wechseln, indem wir die Switch dann wieder herausnehmen. Ganz einfach, easy peasy. Wir haben auch noch eine Möglichkeit, TV-Modus und Desktop-Modus hier zu wählen. Das heißt, wir können dann mit einem Umschalttaster hinter dem Dock selber zwischen TV-Modus und Desktop-Modus switchen und das sogar manuell mit einem Taster.
Das Switch-Dock verfügt über einen integrierten, hocheffizienten Chip, der die Funktion hat, Kurzschlussschutz zu gewährleisten, elektrostatischen Schutz zu gewährleisten und hat eine 30% erhöhte Wärmeableitung und bietet daher unserer Switch, die wir dort anvertrauen, einen erhöhten Schutz. Die Oberfläche des Switch-Docks ist speziell verarbeitet und fühlt sich daher schön glatt an. Ist verträglich mit dem ursprünglichen Switch, ist verglichen mit dem ursprünglichen Switch-Dock halt etwas glatter designt und daher können wir dort auf eine etwas erhöhten qualitativen aussehenden Material vertrauen. Wir haben ein Anti-Rutsch-Pad auf der Bodenseite, das verhindert das versehentlich Verrutschen oder das Umkippen. 100 Gramm wiegt es, das sind 3,53 Oz und 6,81 Inches zu 2,30 Inches zu 1,38 Inches in der Größe. Es kann bequem in einer Reisetasche gesteckt werden. Wir können es jederzeit dadurch dann auch benutzen. Wir können es auch einfach dafür benutzen, um unsere Switch zum Beispiel etwas mehr in den Desktop-Modus zu bekommen, dass wir dort also einfach ein angenehmeres Anschauen der Switch selber haben. So, wir schauen jetzt mal rein. Es ist ROS zertifiziert, FCC zertifiziert. Wir sehen hier, es ist das Switch-Dock S3 hier am Start. Es ist nämlich eine upgradete Version der Firma. Das ist das Modell S3 A und B. Input ist 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 3 Ampere, 12 Volt, 3 Ampere, 15 Volt, 2,6 Ampere. Ihr seht also, wir sind über die USB-Schnittstelle sehr gut aufgestellt und können dort also mit allen möglichen Zeugs reinbuttern, wie das Zeug hergibt. So, jetzt holen wir es mal hier raus. Das ist so ein Teil, was ich hier rausziehen müsste. Genau, so funktioniert es. Das ist so ein Kasten. So, und hier ist sie. Hier haben wir Connection Guide. Hier sehen wir das auch, was es alles kann. HDMI, dann die Switch Vici Typ C, USB 3, USB 2 ist dabei. Da können wir zum Beispiel unsere Pro Controller anzwiebeln. Andere Seite. Dann können wir hier Typ C ein Ladekabel anschließen und den Router ans LAN-Port. Das hier zum Beispiel ist die normale Version. Das hier ist die LAN-Version, die wir hier vorliegen haben. Da gilt auch wieder HDMI, Typ 2, USB, USB. Und bei dem USB sehe ich gerade sogar einen Unterschied. Wir haben zwei USB 2.0 und hier bei der ohne LAN haben wir sogar einen USB 3.0 Schnittstelle. Dann hier LAN-Port, da kommt dann halt das Ethernet-Kabel, das Patch-Kabel zum Einsatz und kann dann eine kabelgebundene Verbindung zu unserem Router herstellen. Sehr cool. Wir schauen uns jetzt an, wie der Rest so seine Aufmachung hier uns präsentiert. Boah, schön. Doch, hier, das ist die Rückseite und hier sehen wir auch alles. Hier ist der Taster zwischen Desktop-Modus und dem anderen Modus zu wechseln. LAN-Schnittstelle, dann die zwei USB-Ports, USB-C und HDMI, Verbindung Fernseher etc. Dann haben wir hier USB-C männlich Part, das heißt Verbindung zur Switch. Wir haben auch hier einen Führungsbolzen drin und hier unten die zwei Penetrierungsabstandshalter. An der Seite ist er hier in Orange gehalten und in Neonblau. Sehr schön. Und ja, es ist geriffelt, aber es ist ein schönes, glattes Material hier verwendet. Unten haben wir drei Standfüße. Das fühlt sich qualitativ gut an. Hier vorne ist noch ein LED wohl drin, was dann bei Betrieb natürlich angeschaltet wird. Ja, das sieht ja schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. An dem Typ C kommt demzufolge dann auch ein Kabel dran mit einer Ladeeinheit. Das heißt also, dort könnt ihr, wie ich ja gerade schon erzählt habe, verschiedenste Ladegeräte anschließen. Also auch eine Verbindung zu einer mobilen Version wäre dann auch denkbar, zum Beispiel mit einer Powerbank. Das alles bringt unser Switch-Dock S3 mit an den Start. Ihr habt natürlich, müsst ihr gucken, dass ihr ein eigenes Ladekabel dazu habt. Aber im Prinzip habt ihr das ja auch. Und wenn ihr das habt, könnt ihr es nutzen. Und
sind ja breit aufgestellt. Wir könnten es sogar im Auto laden. 12 Volt stand ja auch da. Inputmäßig war das möglich. Das ist das CVG oder CHU Switch TV Dock mit 1000 Mbit Leitung, wenn ihr wollt. Es gibt es auch ohne. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.